ganz schön langweilig, diese Oberfläche hier. Und Mensch, der ist neu, aber irgendwie schon total verkratzt und ich weiß auch nicht, da muss es doch eigentlich was Besseres geben, wie so eine langweilige schwarze Oberfläche. So, herzlich willkommen zu einem neuen Montagevideo oder zu einem neuen Produktvideo der Fansfolia GmbH. Nachdem unser letztes gesprochenes oder unser erstes letztes gesprochene Montagevideo so gut bei euch ankam, haben wir uns überlegt, okay, wir machen ein nächstes, wir versuchen es, verzeiht uns oder verzeiht mir bitte, wenn es nicht so wird, wie ihr euch das vorstellt, ich übe halt auch noch. Ja, ihr habt ja im Einspann schon mal gesehen, wie enttäuscht und verärgert ich über die Oberfläche von meinem Laptop war, weil es einfach echt beknackt aussieht. Glücklicherweise hat ja dann die Firma Fansfolia hier so ein passendes Laptop-Cover im Angebot. Ich habe euch ja gezeigt, wie ich das gefunden habe in der Amazon-Suche. Ja, es ist dann schon auch direkt angekommen. Ihr seht, wie es original verpackt ist. Wir haben hier so eine dünne Schutzfolie. In dieser verbirgt sich zum einen das ausgewählte Laptop-Cover und zum anderen auch ein Schutzkarton im Endeffekt, welchen wir dann auch direkt noch benutzt haben, um wichtige Informationen darauf zu platzieren. Zum einen habt ihr hier einmal die Anleitung, die Verklebeanleitung mit einem QR-Code. Wenn ihr diesen QR-Code scannt oder wahrscheinlich schon gescannt habt, dann kommt ihr genau auf dieses Video, dann seid ihr jetzt live dabei. Genau, hier ist einfach mal aufgeführt, wie dieses Cover am besten verklebt werden soll. Hier sind noch so ein paar Radienecken dabei, dazu erzähle ich gleich noch was. Ja, und ich denke mal, wenn ihr das alles beherzigt, was hier draufsteht und der Anleitung Step für Step vorgeht oder nachgeht, dann habt ihr ein Top-Ergebnis. Und wie das ausschauen kann, das machen wir jetzt mal zusammen. Gut, wir haben hier vier aufgebrachte Radien, die uns helfen sollen. Die Folie dann hier den Ecken hier anzupassen. Jeder Laptop hat so seine eigene oder seine Eigenheit. Es gibt 90 Grad Winkel, es gibt richtig krasse Kurven. Und das so als Schablone zu machen, haben wir hier so ein bisschen. Was ich noch erzählen wollte zu der Folie, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Unser Kunde, also ich in dem Fall, haben uns hier für das LP8 entschieden, nennt sich bei uns Green Technology. Ja, kannst du mal reinzoomen, damit man auch sieht, wie hochauflösend das Ganze ist. Ist digital bedruckt bei uns im Haus mit einer Luftkanaltechnologiefolie. Nach dem Drucken und nach dem Ausgasen haben wir dann hier nochmal ein mattes Finish gewählt. Das heißt, es ist hier ein Schutzlaminat übergezogen, überlaminiert mit mattem Oberflächenfinish. Hat die Eigenschaft, dass es einmal hier schön kratzfest ist. Es ist auch fest gegen hier, technischer Alkohol. Passiert auch gar nichts. Also ist eine gewisse Abriebfestigkeit vorhanden und auch Schutz gegen Reinigungsmittel und sonstigen Alltags-Umwelteinflüssen einfach. Genau. Dann kommen wir mal zu der Vorbereitung. Also, wie gesagt, lest euch mal hier Step für Step die Anleitung durch. Als allererstes, oder wir gehen einfach mal zusammen durch, stellen Sie sicher, dass Ihre Laptop-Oberfläche sauber und trocken ist und messen Sie die Größe des Laptops aus, also der Abdeckung aus hier oben. Okay? Sauber und trocken bedeutet in dem Fall, man sieht hier überall so Fettflecken drauf und Schlieren und ne, alles Mögliche halt. Wir sprühen die Oberfläche hier einmal mit Isopropanol ein. Wie ihr mitbekommen habt, sind ziemlich oder
bereiten wir unsere Oberflächen immer mit Isopropanol vor. Das ist nochmal, wer es nicht weiß, ein technischer Alkohol, ein sehr, sehr reiner Alkohol, welcher die Eigenschaften hat, Fett von Oberflächen zu entfernen. Ja, Fett ist für uns ein Feind, weil überall, wo Fett ist, hält der Kleber nicht so, wie wir es wollen. Deswegen müssen wir alles vorher entfetten. Das haben wir jetzt gemacht. Oberfläche ist entfettet. Ja, man sieht hier vielleicht auch nochmal, wie schmutzig das war, schon. Wenn man hier so die braunen Rückständen auf dem Lappen sieht, also man hat es nicht unbedingt gesehen, aber auf dem Lappen sieht man, wie viel Dreck da drauf ist. Jetzt steht hier als nächstes, messen Sie die Größe Ihrer Laptop-Abdeckung. Hier sieht man sie auch nochmal. Wir will das, okay. Kleiner Tipp noch, oder was ihr vielleicht wissen müsst, bevor ihr die Folie bestellt. Wir haben die Folie 15 bis 19 Zoll im Angebot. Ja, ihr müsst natürlich wissen, wie groß euer Laptop ist. Ja? Hier in dem Fall haben wir einen 16 Zoll Laptop und dafür eben auch die passende Schutzfolie ausgewählt oder Design ausgewählt. So, ich messe jetzt hier einmal die Breite und einmal die Höhe. Dort müsst ihr aufpassen, dass keine Messfehler passieren. Ja? Also ihr könntet nämlich auch, naja, ich übertreibe es einfach mal so messen, da habe ich natürlich ein anderes Ergebnis, wie wenn ich es einfach gerade auflege. Okay, das haben wir gemacht. Zeichnen Sie anhand Ihrer Messung die Referenzlinie auf die weiße Papierträgerseite, Rückseite. Ja, ich habe jetzt hier leider nichts zum Zeichnen da, schlecht vorbereitet, aber es funktioniert auch so. Dafür schneiden wir als allererstes einfach mal hier diese Ecken aus. Ich mache das jetzt einfach mal beispielhaft mit einer Ecke, denn dieser Laptop hier hat überall dieselben Radien. Ja, es gibt welche, die haben dann Fläche, also haben unterschiedliche Radien gegenüberliegend oder haben einfach eine andere Form. Bei dem hier ist es immer gleich. Ich lege jetzt einfach hier, kannst du mal drauf filmen, ich lege das jetzt hier einfach mal so drunter, die Karte. Und dann sehe ich eigentlich, wenn du von oben drauf filmst, sieht man es ganz gut, okay. Der äußerste Kreis oder die äußerste Abmessung hier ist für uns die richtige. Sprich hier wirklich minimal. Nehme ich jetzt einfach mal eine Schere. Ihr könnt auch von euren Kindern die Schere nehmen oder die Küchenschere. Funktioniert eigentlich alles dafür. Und schneiden wir jetzt hier anhand der Linie. Ich hoffe, man sieht es. So, meine Form ist recht, wie ich sie brauche. Ja, ihr könnt es dann nochmal drunter legen, um zu gucken, ob das auch passt. Also in diesem Fall hier passt es. Und dann müsst ihr hier quasi die Abrundungen auch noch mit rein machen. Wir haben hier einen ganz leichten Überstand vom Trägerpapier. Einfach dafür, dass die Folie beim Transport nicht beschädigt wird. Dann müsst ihr euch jetzt halt die Mühe mal einmal machen. Und zumindest an den Ecken das Trägerpapier einmal entfernen. Um dann die Schablone aufzulegen. Aufs Eck passgenau aufzulegen. Und hier den Radius zu schneiden. Das ist eine Fummelarbeit, aber geht das sorgfältig vor. Denn es wird sich lohnen. So, das mache ich jetzt viermal, dass ich viermal meine Ecken angezeichnet habe. Und dann kommen wir schon auf die Verklebung zurück. So, was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, und das ist wirklich wichtig, wieso wir überhaupt einmal die Länge und einmal die Breite von dem Laptop gemessen haben, ist, dass ihr einfach nochmal Referenz an der Folie nehmt, ob diese denn auch wirklich passgenau ist. Oder ob ich hier einen Überstand habe, einen leichten, dann müsste ich hier nochmal manuell nacharbeiten. Wir machen das jetzt mal zusammen. Ich habe hier eine Breite von 37,9 cm. Misst mein Laptop in der Breite. Dieses Maß übertrage ich jetzt einmal auf diese Folie und stelle fest, dass es in diesem Fall wirklich hundertprozentig passt. Also hier sind überhaupt gar keine Nacharbeiten mehr nötig in dem einen Maß. Jetzt nehmen wir noch das zweite Maß.
Und auch hier passt das zweite Maß zu 100%. Ja? Es kann sein, dass man hier einen Millimeter Überstand hat vielleicht, oder zwei, dann müsste man das nochmal nacharbeiten. In unserem Fall aber überhaupt nicht. So. Ihr seht hier noch ein paar Hilfsmittel. Das ist zum einen eben die handelsübliche Haushaltsschere und dann ein spezielles Folienmesser, was man aber nicht braucht. Ich habe es optional bei mir dabei liegen. Und ein Rakel. Wenn ihr schon öfters bei uns bestellt habt, kann es vorkommen, dass ihr diese Rakel schon zu Hause habt von uns. Ist bei einigen Produkten im Lieferumfang enthalten, überall da, wo wir sie zwingend brauchen. Hier in dem Fall brauchen wir sie nicht zwingend, deswegen ist sie auch nicht beigelegt. Man kann anstatt einer Rakel auch eine Kreditkarte nehmen, einen Führerschein nehmen, eine harte Visitenkarte, alles Mögliche, was ungefähr dieses Format hat und eine gewisse Härte hat. Ja? Um dann die Folie, dann zu schützen vor Kratzern, könnte man hier noch ein Zebra zum Beispiel drüber machen oder ein Taschentuch, also über diese Kreditkarte dann. Ja? In dem Fall ist es nicht nötig. Was wir jetzt machen müssen, wir schauen, dass wir saubere Hände haben, dass sie fettfrei sind einigermaßen. Wir lösen die Folie vom Trägermaterial. Die Folienrückseite ist grau. Okay, also da nicht erschrecken, die ist einfach grau, die gehört so. Wir lösen die einmal. Wir haben uns die Radien schon zurechtgeschnitten. Jetzt könnt ihr noch auswählen, wie ihr das Motiv haben wollt. Ihr könnt einmal das Motiv, da passiert nichts, ihr könnt einmal das Motiv so auflegen, dass wenn der Laptop geschlossen auf dem Tisch liegt zum Beispiel, dass ihr das Motiv für euch in eurer Perspektive richtig habt. Ist euer Laptop aber immer offen oder ihr arbeitet viel mit dem Laptop, dann könnt ihr das natürlich auch so positionieren, dass wenn der Laptop offen ist, euch der Rücken immer richtig anschaut. Ja, das müsst ihr einfach wissen, wie es bei euch, keine Ahnung, daheim meistens der Fall ist, offen oder zu, oder wie ihr es einfach sehen wollt. Wollt ihr das sehen als Art Dekoration, so wie es bei mir zum Beispiel auch der Fall jetzt ist, oder so wie wir es jetzt machen, dann müsst ihr das natürlich so auflegen. Ja, was ihr gesehen habt, also wir haben hier Luftkanalfolie, wir können die draufschmeißen und können die wieder runterziehen. Ja? Der Anfangshaftmoment von dieser Folie ist extrem gering. Verzeiht somit auch einige Fehler. Solange die Folie nicht richtig fest gedrückt ist, lässt sie sich immer wieder abziehen. Okay? Ihr braucht doch keine Angst haben, dass sie kaputt geht oder sonst was. Wir fangen jetzt an, die Folie mal zu verkleben. Ich gehe hierfür auf die gerade Seite. Unser Laptop hat hier die Eigenheit, dass er da unten ein bisschen abfällt. Deswegen gehe ich jetzt hier nach oben und positioniere mir die Folie hier einmal richtig. Das habe ich somit getan. Und streiche hier vorne die vorderste Kante einmal an. Ja, ihr seht, es lässt sich alles nochmal lösen, ohne Problem. Streiche mir hier die Kante an. Ihr könnt jetzt einfach mit eurem Daumen nach und nach die Folie feststreichen. Ich nehme einfach mal die Rakel. Damit geht es nämlich auch schneller. Jetzt habe ich hier eine Luftblase drinnen, ja, weil ich die Folie quasi zu hektisch festgeragelt habe. Ist überhaupt kein Problem. Lässt sich wieder lösen. Wenn es so knallt wie gerade eben, dann ist es einfach nur ein Zeichen, dass Luft entweicht. Wir rakeln jetzt Step für Step die Folie fest. Darauf ist zu achten, dass ihr das wirklich Stück oder Schritt für Schritt macht. Nicht erst hier vorne anfangen und dann hinten weitermacht und wir hier zu viel Material übrig haben. Das darf nicht passieren, sondern wirklich hier Stück für Stück. So, jetzt kommen wir die Eigenheit von unserem Laptop, den wir hier benutzen. Der fällt hier nach hinten ab. Das heißt, ich streiche mir hier jetzt meine Kante nochmal fest. Macht den Rest hier ganz normal mit dem Daumen. Das funktioniert auch. Okay. Streiche nochmal alles richtig schön fest, um sicher zu gehen, dass das auch alles passt. Also links und rechts
passt es extrem gut. Hier hinten sehe ich jetzt einen ganz leichten Überstand, den ich nicht rausmessen konnte. Beziehungsweise kann es auch sein, dass ich einen leichten Überstand habe, weil ich hier vorne einfach nicht knapp genug an der Kante bin. Das lässt sich aber alles problemlos nacharbeiten. Für die Nacharbeit nehme ich jetzt in dem Fall das Cuttermesser. Man kann aber auch, keine Ahnung, ein ganz normales Teppichmesser nehmen, okay? Da müsst ihr nur vorsichtig vorgehen. In dem Fall, das Messer hier ist extrem scharf, dass ihr euch nicht verletzt. Ich schaue jetzt einfach, wo ich anfange. Ich fange nicht von Anfang an, sondern gehe ein bisschen rein und ziehe das Messer hier einmal ganz leicht durch. Ich will es natürlich auf dieser Seite hier noch fertig machen. Nun habe ich einen sauberen Abschluss. Jetzt habe ich noch ein bisschen Luft versteckt. Das ist überhaupt kein Problem. Kriege ich ihn auch raus. Jetzt habe ich zum Beispiel noch eine kleine Ecke übrig. Also sieht man das? Die könnte ich jetzt entweder so andrücken oder ich gehe halt auch einfach wieder hin und schneide mir die Ecke dann raus. Okay, so, das war es dann schon, was ihr noch machen könnt. Ihr könnt jetzt nochmal den Föhn von der Freundin nehmen oder auch euren eigenen Haarföhn nehmen und könnt hier nochmal die Folie anföhnen. Nehmt bitte, wenn überhaupt, nur ein Haarföhn, denn hier drunter verbirgt sich ja Technik in Form eines Bildschirms. Wird es zu heiß, steigt der Laptop aus, im schlimmsten Fall geht er kaputt. Deswegen nur ein Haarföhn nehmen, die werden in der Regel nicht so heiß, dass ihr irgendwas beschädigen könntet. Als Referenz könnt ihr immer noch eure Hand nebenbei neben dem Föhnstrahl halten. Wenn ihr jetzt föhnt und wenn es eure Hand zu heiß wird, dann wird es im Laptop auch zu heiß, dann hört an der Stelle auf. Das als kleiner Tipp von mir. Ja, und schon habt ihr eigentlich wirklich ein richtig tolles Ergebnis erzielt. Mit kleinem Arbeitsaufwand und auch kleinem finanziellen Einsatz habt ihr hier die Oberfläche eures Laptops verschönert. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr in Zukunft auch noch mehrere solche Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da oder kommentiert fleißig, was wir besser machen können oder was ihr in Zukunft vielleicht auch sehen wollt an Videos, würden wir uns darüber freuen. Genau, einfach Like da lassen, Seite teilen, Seite liken, wie auch immer und uns zeigen, dass sich der Absatz von dir auch gelohnt hat. Vielen Dank.